Ja, ich begrüße nochmal alle Zuschauerinnen und Zuschauer für die nächste und auch letzte Runde. Als letzten Gast haben wir Tobias Walliser. Ich freue mich sehr, ihn heute begrüßen zu dürfen. Er ist Gründungspartner von LAVA, Laboratory for Visionary Architecture. Und das Büro steht ja für Innovation, es steht für Zukunftstechnologie, es steht aber auch für Natur und für Ästhetik natürlich, das ist klar. So, jetzt freue ich mich, wenn ihr mir Tobias auf den Bildschirm schmeißt. Tobias, du bist jetzt, wir haben vorher darüber gesprochen, 3 Stunden zeitversetzt, gerade in Dubai. Erzähl doch mal, was du gerade machst in Dubai. Guten Abend. Kann man mich hören? Ja, ich bin hier in Dubai. Es ist bei uns jetzt schon 21.45 Uhr. Wir sind hier auf Exkursion. 2 Professoren mit Studierenden. Wir sind im Niedrig-Inzidenzland Dubai. Das ist etwas ungewöhnlich nach 2 Jahren ohne Möglichkeit zu verreisen. Aber wir genießen das sehr. 30 Grad. Und ansonsten ist es eigentlich für Dubai recht frisch und ganz angenehme Temperaturen. Das heißt, du hast die wunderbare Gelegenheit, mit Studierenden der AK aus Stuttgart dort zu sein? Wir sind mit Studierenden der AK dort. Wir haben auch heute Studierende aus Aschman, also einem der Bundesländer hier, also der Emirate, getroffen. Ja, und genießen es, über die Expo zu laufen und eigentlich um die ganze Welt innerhalb von 2 Tagen reisen zu können. Also in diesem Sinn habe ich dich falsch oder zu kurz angekündigt, Professor Tobias Walliser, eben durch den entsprechenden Job in Stuttgart an der Uni. Und in Dubai habt ihr ja gerade diesen Pavillon, ihr habt den nicht errichtet, ihr habt den errichten lassen, ihr habt ihn geplant. Magst du da, was wir auf dem Bild sehen können, noch kurz kommentieren? Also wir sehen jetzt hier auf dem Bild, das sehen wir eine der Ausstellungseinheiten im deutschen Expo-Pavillon. Das ist in einem oberen Geschoss und da erkläre ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ja, wunderbar. Komm, dann mag ich da im Vortrag gar nicht im Wege stehen. Vielleicht nur als Abmoderation, hätte ich beinahe gesagt, Abschluss der Anmoderation. LAVA ist bekannt eben für Innovation, da habe ich vorher schon gesagt, ihr habt sehr, sehr viele Preise eingeheimst, was natürlich spannend ist. Und ich freue mich auf diesen Vortrag jetzt speziell von dir, weil es darum geht, auch Fassaden anders zu denken. Das Thema ist ja heute Gebäudehülle, den ganzen Tag gewesen und morgen auch. Aber was ist denn eine Gebäudehülle? Ist eine Gebäudehülle einfach nur ein Interface zwischen Innen und Außen oder kann es mehr sein? Und mit der Frage beschäftigt sich Tobias Walliser und jetzt, the floor is yours. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Ich habe meinen Vortrag für heute Zwischenräume genannt, Fassaden als Zonen. Und daraus kann man schon sehen, dass diese jahrelange Reduktion eigentlich der Fassade auf eine hauchdünne Schicht, so dünn wie möglich, die eigentlich außen und innen so gut wie gar nicht trennt, das ist eine Möglichkeit. Aber architektonisch sind wir in der letzten Zeit viel stärker damit beschäftigt, Fassaden eigentlich als Zwischenräume zu denken. Also man könnte sagen, etwas zwischen innen und außen. Meine Kollegen von Transalign sprechen oft von Middoor-Elementen, also Bereiche, die manchmal draußen und manchmal drinnen sein können. Nochmal ganz kurz zu uns. Wir haben eigentlich seit 15 Jahren gibt es jetzt LAVA. Wir sind 3 Gründungspartner. Wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben aber auch immer eine unterschiedliche Erfahrung mit Fassaden gehabt. Auf der linken Seite, das ist das Aquatic Center, also das ist der olympische Pool von der Olympiade in Peking 2008. Den hat mein Partner Chris Bosse damals bearbeitet. Eine sehr interessante Fassade, im Übrigen auch eine Fassade als Zone. Die ist 3,60 Meter tief und am Dach sogar 7,20 Meter und wird auch zur Konditionierung des Gebäudes, also als technischer Zwischenraum, eingesetzt. Ich habe in der Zeit am Mercedes-Benz-Museum gearbeitet, das sieht man hier in der Mitte. Und der dritte Partner, der Alexander Rieck, beim Fraunhofer-Institut als Forscher, der hat eigentlich an VR und an wissensbasierten Räumen geforscht. Seitdem haben wir in vielen Projekten gearbeitet. Wir haben relativ viel unterschiedliche Dinge konzipiert. Es gibt nicht eine Paradedisziplin, auf die wir uns irgendwie konzentriert haben, sondern wir versuchen tatsächlich immer, Fragen zu stellen. Was wäre, wenn? Also was wäre, wenn eine Jugendherberge nichts mehr mit Stockwerksbetten und Hagebuttentee zu tun hätte, sondern wirklich das Treffen im Raum zentral stehen würde und so weiter. Das sind so ein paar Projekte aus den 15 Jahren. Ich möchte heute im Weiteren aber über 3 Projekte sprechen. Das erste Projekt ist der Energiespeicher in Heidelberg. Für den Energiespeicher in Heidelberg, das ist ein IBA-Projekt, gab es eigentlich eine interessante Frage. Das war ein Wettbewerb, da geht es darum, einen Speichertank für Fernwärme
für Erneuerbare, die mit erneuerbarer Energie erzeugt wird, zu gestalten. Und zwar so, dass er nicht so aussieht wie der Gaskessel, der da vorher stand. Das ist jetzt so eine Frage. Also auf der einen Seite der Gaskessel, den kennt jeder. Auf der anderen Seite der Fernwärmespeicher, der eigentlich ein Zeichen für die erneuerbaren Energien werden sollte oder auch für die Energiewende, mit vom Bauherrn ausgeschrieben einem Aussichtsrestaurant mit Terrasse obendrauf und auch der Möglichkeit, Besucher zu informieren. Auf der rechten Seite sieht man den Schnitt durch diesen Tank. Da sind ungefähr 40.000 Liter Wasser drin. Die werden auf 115 Grad gewärmt. Damit das Ganze nicht in die Luft fliegt, gibt es obendrauf nochmal einen zweiten, einen Wasserspeicher mit ungefähr 70 Grad. Der ist einfach ein Gewicht obendrauf, weil so ein Ring wie beim Dampfkochtopf gibt es eben bei einem Durchmesser von 25 Metern leider nicht mehr. Für uns war es natürlich erstmal wichtig, dass es oben diese Aussichtsterrasse gibt. Die hat auch eine ganz spannende Fassade, da werde ich heute aber nur im Neben nur ganz kurz drüber sprechen. Also wir bauen dieses Ganze, die ganze Hülle, die zweite Hülle, die wir um das Gebäude herumziehen und dieses ganze Dach oben drauf, hauptsächlich wegen der Aussicht. Das war eine interessante Diskussion, damals auch mit Transolar. Wie schaffe ich es, dass wir auf grob 50 Meter Höhe eigentlich immer eine ungestörte Aussicht haben? Also keinerlei Sonnenschutz, keinerlei Blenden, irgendwelche Elemente brauchen, die Sicht stören würden. Da war damals die Frage der Kollegen, wollt ihr lieber eine Gletscherbrille oder ein Sombrero? Wir haben damals ganz klar gesagt, der Sombrero, und haben so einen horizontalen Balken oben gebaut, 3 Meter tief, der einfach und zwar sich auch wirklich auf 360 Grad ums ganze Gebäude herumzieht, bis auf die 2 Aufzüge, die da stören, damit man einfach immer diesen ungestörten Blick nach draußen hat. Im Weiteren ist es aber so, irgendwie müssen wir zu diesem Restaurant nach oben kommen. Dafür haben wir uns mit den Kollegen von Schleich-Bergermann was Besonderes einfallen lassen. Man muss sich vorstellen, die Speicherwand dieses Tanks ist proportional dünner als eine Eierschale. Die ist nämlich maximal 25 mm Stahl an der unteren Seite und das wird dann bis 18 mm an der oberen Seite, also in 50 Meter Höhe. Und da drauf darf man nur vertikale Kräfte setzen. Wir haben 2 Aufzugskerne, die stehen außen dran, und ansonsten wollten wir aber eine spiralförmige Treppe um das Ganze herum bauen, sodass wir, das sieht man in der Mitte, für diese Zirkulations-, für diese Helix, wie wir das genannt haben, brauchen wir oben Druckstäbe und einen weiteren Ring. Und die leiten nur vertikale Kräfte in den Tank selber ein. Und die Helix hängt dann an einem Stahlnetz, was man auf der linken Seite sieht. Und dadurch entsteht quasi eine zweite Hülle vor der inneren Hülle. Und für diese zweite Hülle haben wir uns eigentlich gefragt, wie kann man dem Ganzen eine dynamische, erlebbare Fassadenschicht geben, damit man zum Beispiel an die Erzeugung der Energie über Wind und Sonne erinnern kann und das Ganze nicht wie dieser dicke Turm aussieht. Und so haben wir mit Kollegen von White Void, die sind normalerweise bekannt für kinetische Installationen, mit die Fassade entwickelt, die zwischen das Seilnetz hineingehangen wird. Das sind lauter einzelne Aluminiumplättchen. Das variiert so zwischen 9.000 und 14.000, was wir am Anfang geplant haben. Man sieht hier verschiedene Verteilungsdichten, in der Mitte relativ dicht, zu den Rändern wird das Ganze dann weniger dicht. Und diese Plättchen, die werden an dünneren Seilen dann abgehangen, im Prinzip wie Perlen auf einer Kette. Die werden immer paarweise gekoppelt als Ausschlagsbegrenzung. Hier sieht man in diesem GIF so ein bisschen, wie wir uns das vorstellen, dass sie sich immer ganz subtil im Wind bewegen und damit natürlich auch die Helligkeit sich leicht verändert. Hier sieht man diesen ganzen Turm, wie wir uns den vorgestellt haben. Obendrauf die Dachterrasse mit Schirmen, darunter ist das Aussichtsrestaurant. Man sieht diese Helix, das kann man sich eigentlich vorstellen wie eine große Brücke, die nur an 3 Punkten gehalten wird, nämlich oben, wo sie ankommt beim Restaurant, in der Mitte an einem der Aufzüge, das ist hier genau auf der verdeckten Seite, und unten dann nochmal am Auflager. Und dazwischen läuft diese das Ganze ist eben eine Treppe, das ist ein modulares System, lauter gleiche Treppen hintereinander gehangen. Das ist eher als Abgang gedacht als als Aufgang, aber selbstverständlich, wenn man möchte, könnte man das auch benutzen, um zum Restaurant nach oben zu steigen. Hier sieht man das Ganze nochmal von unten, wie sich diese Treppe dann nach oben winden wird, auf ungefähr 50 Meter Höhe. Und das eigentlich Wichtigste ist dieses Bild. Es entsteht nämlich zwischen diesen beiden Fassaden, auf der linken Seite die Tankfassade aus dem Trapezblech, auf der rechten Seite dann
diese Plättchenfassade, also die diamantförmigen Aluminiumelemente, die sind ungefähr etwas so 40 cm auf 20 cm groß, wie die da hängen. Und dazwischen kann man eigentlich nach oben laufen. Das ist jetzt ein Bereich, da könnte man eigentlich sagen, zwischen zwei Fassaden oder in einer Zone. Der fühlt sich auf der einen Seite wie ein Bereich im Gebäude an, auf der anderen Seite ist er natürlich noch an der Außenluft. Der ist auch völlig bewittert. Das ist zwar eine Fluchttreppe, aber die ist so freigehalten, dass kein Eis darauf entsteht und dass sie eben 365 Tage im Jahr begehbar wäre. Sollte das nicht möglich sein, muss das Restaurant an diesem Tag allerdings geschlossen bleiben. Wir haben da allerdings zwei Aufzüge, die sind beide Feuerwehraufzüge, die in diesem Fall auch zur Evakuierung benutzt werden könnten. Und das ist für mich das erste Beispiel eigentlich für eine Fassade, die in diesem Fall tatsächlich keine klimatische Aufgabe erfordert, aber die, obwohl sie aus vielen einzelnen kleinen Teilen besteht, dem Gebäude einen Ausdruck auch mit einer Fernwirkung verleiht und tatsächlich ein Erlebnis in dieser Zwischenzone generiert wird. Das ganze Projekt soll im Sommer nächsten Jahres fertig werden, also wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr kann man das Ganze dann 1:1 sehen. Im Moment wird oben das Restaurant drauf montiert und als nächstes werden dann die Stahlseile gespannt. Das nächste Projekt, was ich dabei habe, dieses Projekt in Hamburg, das nennt sich Live Hamburg. Das war ein Wettbewerb, den wir gewonnen hatten 2019. Es ging um eine Schule für lebenslanges Lernen. Und wie man sieht, hat diese Schule eine ganz besondere Form. Das war auch ein Wunsch des Bauherrn und sie hat auch ein ganz besonderes Dach und eigentlich ein besonderes Energiekonzept. Aber ich fange mal weiter vorne an. Das Konzept des Ganzen bestand eigentlich darum, dass es keine Schule sein sollte, sondern ein Haus für lebenslanges Lernen, basierend auf Prinzipien von David Thornburg. Das geht eigentlich um die Typologie der Orte. Also es gibt einfach introvertierte Reiche, es gibt reiche Bereiche für Gruppenkommunikation, es gibt Bereiche zum selber an etwas arbeiten, es gibt Gruppenbereiche und es gibt natürlich auch Bereiche, wo jeder mit jedem kommunizieren kann. Und wir haben dafür ein möglichst offenes Gebäude kommuniziert. Also man sieht auf der linken Seite, wir haben die Größe dieser einzelnen Bereiche festgelegt. Wir haben dann Gruppen verteilt. Das ist ein sehr, sehr tiefes Gebäude mit einer freien Form. Das hat im Prinzip ein günstiges Verhältnis von Volumen und zu Hülle. Allerdings haben wir so tiefe Räume, dass es dann weitere Lichtschächte in dem ganzen Bereich gibt. Aber das Gebäude an sich, im Prinzip sind alle Wände bis auf die Kerne, sind durchsichtig. Und es entstehen einfach unterschiedliche Dichten und damit offene und geschlossenere Bereiche. Und ganz wichtig ist, wir haben um das ganze Gebäude herum eine Fassadenzone gelegt. Die hat eine doppelte Funktion. Die ist zum einen auch wieder ein Fluchtwegselement, zum anderen schützt sie die Fassade dahinter und zum dritten schafft sie eigentlich einen Aufenthaltsbereich. Also wenn man sich auf die gelben Bereiche konzentriert, dann sieht man, dass die an manchen Stellen schmaler werden. An diesen Bereichen werden die Fassadenzonen breiter und an der Stelle ist sogar Unterricht im Außenbereich gedacht. Der Bauherr wollte gerne eine Dachterrasse haben. Wir haben gesagt, in Hamburg ist die Dachterrasse, wenn es wirklich ein gutes Jahr ist, vielleicht die Hälfte des Jahres zu nutzen. Aus unserer Sicht ist es sinnvoller, statt der Dachterrasse überdachte Außenräume in Form von diesen Balkonen anzubieten, die dann tatsächlich in unmittelbarem Bezug zum Inneren des Gebäudes stehen. Was man hier noch sehen kann, es gibt eigentlich zwei Teilbereiche in dem Gebäude. Der gelb angelegte Bereich ist für Schüler unter 18 Jahren auf der linken Seite. Das violett angelegte ist eigentlich für Startup-Büros oder für eine Coding-Akademie, für andere Bereiche. Und die Idee war, dass die beiden direkt miteinander kommunizieren. Also zum Beispiel, dass ältere Leute mit Jüngeren, mit Schülern Hausaufgaben machen können oder die unterstützen können. Auf der anderen Seite aber jüngere Älteren wieder die Nutzung von digitalen Geräten beibringen können. Oder dass zum Beispiel jemand etwas mit seinem 3D-Drucker erfindet und oder an etwas arbeitet und dazu dann auch wieder auf Leute zurückgreifen kann, die vielleicht in der Branche schon unterwegs sind und man gemeinsam andere Dinge bearbeiten kann. Und für dieses Projekt war für uns eigentlich ganz wichtig, sehr, sehr flexible Innenräume, aber dann mit einer definierten mit dem Außenbereich. Und hier sieht man eine Fassade, das war eine frühe Studie, da sind sogar Treppen integriert, da wird die Fassade breiter in diesen Bereichen. Die Fassade besteht aus offenen Bereichen und Bereichen mit einer
Stahlnetz, auf das als Randgerüst dann benutzt wird und auch begrünt wird. Und so entsteht ein Zwischenbereich, der auch je nach Jahreszeit offener oder geschlossener sein kann. Der kann windgeschützt sein, der ist auf jeden Fall witterungsgeschützt und der bietet eben außerhalb Aufenthaltsqualität in diesem Zwischenraum. So haben wir uns das von innen vorgestellt. Natürlich wird es nicht von Anfang an so dicht bewachsen sein, aber das kann später noch kommen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass das Gebäude selbst sehr durchsichtige Fassaden dann in dieser Zone dahinter hat, damit eigentlich noch genug Licht in die tieferen Bereiche hineinkommt. Das ist jetzt der verbindende Bereich zwischen diesen beiden Gebäudehälften. In der Mitte gibt es das sogenannte Forum, eine Agora für größere Veranstaltungen, aber auch mit so einzelnen Elementen, an denen man auch kleinere Veranstaltungen machen kann. Man sieht, dass wir uns auch viel Grün nach innen in das Gebäude hineingezogen haben. Wir haben darüber Oberlichter. Diese Oberlichter sind so ausgerichtet, dass es relativ wenig Blendung gibt, sondern das Licht eher nach unten kommt. Und ganz wichtig, eigentlich ist das ein Gebäude, das ist nicht nur ein Niedrigenergiegebäude, sondern sogar ein Plusenergiegebäude oder beziehungsweise mit einem negativen CO2-Abdruck. Zum einen ist es eine Holzhybridkonstruktion mit sehr viel Holz, mit sehr wenig Beton. Recyclingbeton hatten wir da vorgesehen. Und das ist das eine. Und im Betrieb selber, wir haben eine sehr große Photovoltaikanlage auf dem Dach, weil wir eben auf dem Dach keinen Dachgarten mehr hatten in diesem Fall, sondern das durch die Balkone ersetzt hatten. Das haben wir mit den Kollegen von Transolar sehr, sehr genau durchgerechnet. Da gibt es eine sogenannte Energiestory dafür. Das geht bis so weit, dass man sich natürlich die Küchengeräte genau anschauen muss, wie wird Essen dort gewärmt oder zubereitet, damit der Energieverbrauch tatsächlich im Zaun gehalten werden kann. Ich hoffe, dass der Film jetzt auch funktioniert aus Dubai und nicht zu stark ruckelt. Das ist einfach eine Visualisierung, wo man das Gebäude sieht. Das sitzt auf einem sehr stark begrünten Außenbereich. Wir haben einen Wasserkreislauf um das ganze Gebäude herum auch sichtbar gemacht. Es gibt sehr, sehr viele Pflanzen. Das Pflanzenkonzept zieht sich, wie gesagt, von innen nach außen durch. Und die Fassaden sind in diesem Fall wirklich überwiegend transparente Hüllen. Das ist jetzt die Lobby, der Zwischenbereich, die innere Fassade. Dann kommt man in dieses Atrium. Das ist der Verteilbereich mit Treppenaufgängen für die beiden Bereiche, also für den Lernbereich und auch für den Startup-Bereich. Das ist diese integrierte Zone, die sich da herumzieht. Licht noch von oben in das Ganze hinein. Und eigentlich, wie man hier sieht, unterschiedliche Dichten. Also immer der Blick durch das ganze Gebäude, über große Entfernungen durch, ins Freie, nach draußen, aber eben auch in einzelne Lernräume hinein. Das heißt, für uns war es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass dieses Gebäude, die Fassaden, Hüllen außenherum sind erstmal von innen nach außen transparent. Sie haben dann außenherum einen zweiten Schutz, das ist diese begrünte Zone. Und im Übrigen entstehen einfach verschiedene Dichten, die dann auch Bereiche erzeugen, wie hier zum Beispiel auf der linken Seite hinter diesen Treppen, die eben nicht einsichtbar sind. Aber im Prinzip ist es erstmal ein durchgängiger, großer Raum im ganzen Gebäude. Als drittes Gebäude komme ich noch zu unserem Expo-Pavillon. Das ist ein Bild von vor ungefähr 4 Wochen. Man sieht dieses Gebäude, es ist natürlich toll, ein Gebäude als Repräsentation für die Bundesrepublik Deutschland bauen zu können. Das ist gleichzeitig auch wieder sehr schwierig, weil wir natürlich in Deutschland eine andere politische Entscheidungskultur haben als in anderen Ländern und irgendwie große Monumente nicht zu Deutschland passen. Das heißt, dieses Gebäude ist ein sehr vielschichtiges Gebäude. Es ist von vornherein eher als ein Ensemble konzipiert. Es hat einen Sockel, das ist dieser helle Bereich mit den Stangen darunter. Es hat darüber einen Bereich, das nennt sich Campus Germany, wo wir unterschiedliche Einheiten haben. Die nennen sich Labore, komme ich später noch dazu. Und dann oben drüber gibt es nochmal ein großes Dach, was alle Bereiche miteinander verbindet und eigentlich das Gegenstück zu diesem Sockel darstellt. Also zwischen Himmel und Erde befindet sich der Campus und in diesem Campus gibt es die Geschichte, dass wir natürlich die deutschen Beiträge, mögliche Erfindungen, wie man Nachhaltigkeit und natürlich dann eine grünere Art des Wirtschaftens möglich machen kann. Die Idee des Campus war einfach eine starke Metapher, um zu sagen, Deutschland ist eine Plattform, das ist eine Plattform der Austausch von Ideen. Wir stehen erstmal offen, wir sind vielfältig und das Ganze haben wir in die Vertikale gelegt und dann brauchen wir natürlich irgendeine Hülle. Die Hülle, die hier rechts dargestellt ist, die ist natürlich nur konzeptionell zu verstehen. Also die Idee, alles in eine Glaskiste zu setzen, hatten wir eigentlich nicht. Aber die Frage ist natürlich, wie schafft man es,
in diesem Campus, in diesem vertikal gestapelten Campus, angenehme Temperaturen zu erzeugen. Die erste Idee, die wir eigentlich hatten, ist zu sagen, wir schieben diese unterschiedlichen Boxen, in denen die Labore, also das sind große Bilder, die in Themen einführen, dass wir die erstmal auf die Seite schieben, dass die großen Teile des Bereiches, des Inneren des Pavillons erstmal von Sonneneintrag oder Solareintrag freihalten. Auf der zweiten Seite sieht man dann, es ist etwas entstanden mit geschlossenen, mit offenen Bereichen. Für die offenen Bereiche haben wir uns eigentlich eine minimale Hülle gewünscht, beziehungsweise da, wo es noch andere Aspekte gab, haben wir auch eine Fassade, die man öffnen kann. Aber nochmal ganz kurz zurück zur inneren Organisation. Also wir haben drei Bereiche. Das eine ist Energie zur Energiewende, das zweite ist Stadt der Zukunft, das dritte ist der Bereich Biodiversität. Und jeder dieser Bereiche ist eine geschlossene Ausstellungseinheit zugeordnet, aber eben auch eine Terrasse auf einer der folgenden Boxen. Das ist eine offene Einheit. Und von der kann man sowohl nach draußen wieder schauen, als auch nach drinnen. Das Ganze ist um ein großes, offenes Atrium angeordnet. Das Atrium stand eigentlich nicht in der Ausschreibung. Das ist sozusagen unsere architektonische Interpretation des Mottos der Expo, Connecting Minds, Creating the Future. Aus unserer Sicht ganz wichtig, dass man, egal wo man sich im Gebäude befindet, immer noch mal die Gesamtübersicht hat. Also man sieht auf der linken Seite hier die Rolltreppe. Man fährt mit der Rolltreppe von der Einführungsschau dann nach oben. Und von dieser ersten Terrasse geht das Ganze dann durchs Energy Lab, weiter zur Terrasse des Energy Labs, dann in das Future City Lab. Das sieht man auf dem rechten Bild oberhalb der Rolltreppe im Hintergrund. Und dann geht es weiter zu Biodiversity. Es ist so, dass alle Funktionen, also Pavillon ist eigentlich die falsche Bezeichnung, das ganze Gebäude ist eine Eventmaschine, wenn man so möchte. Das ist eine Ausstellung für bis zu 3 Millionen Besucher, war es mal konzipiert worden in 6 Monaten. Da arbeiten 50 Leute in Dauerarbeitsplätzen und wir haben noch eine Großgastronomie und einen VIP-Bereich, der auch für Staatsempfänge möglicherweise genutzt werden kann oder auch schon genutzt worden ist. Und das Ganze wird verbunden mit diesem Atrium, in dem man auch ganz schön die Deckenstruktur sieht, die man von außen schon erkannt hat. Da gibt es innen drinnen ein Auditorium und eben Terrassen des Restaurants und dann auch alle Terrassen der Ausstellung, die dort hinein sichtbar werden. Das ist ein Querschnitt durch das Ganze und das ist ein Klimakonzept, was wir mit Transolar erarbeitet haben. Im Prinzip, man sieht im Atrium, wird unter den Treppenstufen gekühlt, es gibt einen Kaltluftsee, ansonsten werden die Ausstellungseinheiten auf 24 Grad gekühlt. Die Abluft der Ausstellungseinheiten wird wiederum benutzt, um das Atrium weiter zu kühlen. Die warme Luft wird oben über Wärmetauscher dann abgezogen. Und wir verschatten auch noch den Wartebereich für die Leute, die in der Schlange stehen. Ganz wichtig hier ist eigentlich im Konzept, die Expo findet in den Wintermonaten statt, also jetzt von Oktober bis März. Und da ist die Temperatur schon nicht so hoch. An manchen Tagen ist es eigentlich draußen so angenehm, dass man ganz gerne die Fenster öffnen möchte. Deswegen haben wir das Gebäude so konzipiert, dass ab einer gewissen Höhe, das ist dann 10,50 Meter, das ist da, wo die obere Box ist auf der linken Seite, da ist alles mit einer hauchdünnen Membran geschützt. Das ist nur vor Regen und vor Sandstürmen eigentlich geschützt. Das ist klimatisch nicht aktiv. Und darunter gibt es Glasscheiben, die sich alle großräumig öffnen lassen, damit man auch die Luft von außen ins Gebäude hineinziehen kann. Hier sieht man nochmal die ETFE-Membrane. Das ist eine einlagige Membran. Damit die steif wird, ist die oben am Dach zickzackförmig befestigt und unten auf den Terrassen selber in einer geraden Linie. Die ist unterschiedlich stark bedruckt, damit an den Stellen, wo der Dachüberstand nicht ausreichend ist, trotzdem noch eine gewisse Reflexion der solaren Einstrahlung möglich wird. Und darunter sieht man dann die Bereiche mit Glas. Die Membran, hier sieht man, wie die installiert wurde. Die ist so silbern wegen der Bedruckung. In diesem Bild sieht man eigentlich ganz gut auf der rechten Seite die Membran im installierten Zustand. Innerhalb des Daches oben ist sie bedruckt, darunter ist sie eigentlich total frei. Das ist im eigentlichen Sinne des Bauantrags ist das gar keine Fassade, sondern nur eine Hüllfläche. Am liebsten hätten wir das Ganze natürlich an der Stelle offen gehabt. Jetzt ist das aber so, dass im Winter in Dubai, es gibt eigentlich die Möglichkeit, dass es regnet oder dass es Sandstürme gibt. Aus dem Grund wollte der Bauherr gern die Exponate schützen und das haben wir mit dieser Membran dann erzeugt.
Man sieht, die hat auch keinerlei absturzsichernde Funktion. Deswegen gibt es innen noch die gleichen Geländer, die wir zum Atrium auf der anderen Seite auch angeordnet haben. Und das ist eigentlich auch wieder so ein Bereich. Jetzt ist die Frage, wenn man das Bild anschaut, reflektiert es eigentlich ganz gut. Auf der linken Seite hat man das Gefühl, man ist im Gebäude drin. Das ist Richtung Atrium. Das ist jetzt nicht so dunkel, ist es nicht. Das ist hier extra so gemacht. Also wir haben oben im Atrium noch Öffnungen. Da kommt auch Tageslicht hinein. Auf der rechten Seite ist natürlich der Blick nach außen das Allerwichtigste. Und da ist es dann sehr hell. Eigentlich fast die Idee, dass man im Freien stehen kann. Und dann betritt man eben wieder die nächste dieser Ausstellungseinheiten. Das ist die Box, die man im Hintergrund sieht. In diesem Fall ist die sogar oberhalb der Dachstruktur angeordnet oder im Dach angeordnet. Also man läuft quasi in diese Dachstruktur hinein. Hier sieht man das Ganze nochmal von oben, von außen. Wir waren jetzt oben rechts auf dieser Seite auf der Kiste mit dem gelben unteren Teil. Das ist dann die Main-Show. Das ist der letzte Teil des Ausstellungsrundgangs. Zwischen diesen Kisten sieht man ganz gut die schwarzen Rahmen der verglasten Fassade. Die kann man vollständig öffnen. Also die dreht man. Jeder einzelne Rahmen lässt sich um 90 Grad drehen. Damit ist das im Prinzip quer zur Blickrichtung und sehr, sehr offen. Man sieht auch, dass man außen an dem Gebäude vorbeilaufen kann. Also die Wartebereich, der ist unter der gelben Kiste, das sieht man auch mit diesen Stangen hinten. Das ist zwar verschattet, aber im Außenbereich und wenn man aus der gelben Kiste kommt, muss man nochmal auf der Landschaft, also im Geschoss hier drüber laufen. Das ist auch, also oberhalb, wo Auditorium steht, das ist auch im Außenbereich. Also ein Besuch im Gebäude beginnt außen, geht dann durch das Atrium, in diesem Zwischenklima, geht immer wieder in vollkonditionierte Ausstellungseinheiten, dann auf die Terrasse, am Schluss in die vollkonditionierte Main-Show und von dort aber dann direkt erst wieder nach außen, bevor man außen herum wieder nach innen ins Gebäude hineinläuft. Hier sieht man das nochmal von der Seite, das ganze Gebäude. Man sieht oben die Membran, die ist wirklich sehr, sehr transparent, auch wenn man innen drin steht. Und man sieht zwischen den Boxen in dem dunkleren Bereich liegt die Glasfassade. Was mir da eigentlich wichtig ist, ist die Frage bei diesem Gebäude, was ist denn jetzt eigentlich die Fassade? Also wir könnten über eine thermische Hülle sprechen, aber die thermischen Hüllen, die gehen auch ins Innere des Gebäudes hinein. Also jede dieser Boxen ist in sich konditioniert, hat ein anderes Klima als der Außenbereich, aber hat auch ein anderes Klima als das Atrium innen. Diese Art von unterschiedlich klimatisierten Bereichen macht zum einen die Ausstellung abwechselnd natürlich, also man kommt von was Wärmerem zu was Kälterem. Es schafft aber natürlich auch ein ganz anderes Gefühl, dass man nie so genau weiß, ist man jetzt völlig drinnen oder völlig draußen. Wir haben Bereiche, die funktionieren mit Kunstlicht, wir haben Bereiche, die funktionieren völlig mit Tageslicht. Es gibt Bereiche, kommt das Licht von oben, kommt das Licht von der Seite. Also es ist eigentlich ein Erlebnis und dieses Erlebnis schafft einen abwechslungsreichen Besuch. Das ist der Beitrag der Architektur eigentlich an den Ausstellungsrundgang im Campus Germany. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass wenn man das anders denkt, vielleicht ist das in der Klimazone hier in Dubai, vor allen Dingen im Winter, auch anders möglich, als es jetzt in Deutschland wäre. Aber die Idee zu sagen, ich habe eben nicht eine große hermetische Kiste, in der ist innen drin die gleiche Temperatur, hätten wir auch bauen können. In Amerika würde man es dann auf 18 Grad runtergekühlt haben und jeder, der mit einem T-Shirt von draußen 30 Grad kommt, kriegt erstmal eine Gänsehaut. Das wollten wir unbedingt nicht haben, sondern eigentlich etwas, was viel stärker, wo man nicht so genau weiß in dem Gebäude, manchmal bin ich ganz in etwas drinnen, manchmal bin ich halb drinnen, manchmal bin ich halb draußen, manchmal bin ich wieder ganz draußen, dass das einfach zu diesem Besuch gehört und dass dieses Konzept des vertikalen Campus auch tatsächlich in eine klimatisch nachvollziehbare Qualität übersetzt. Ich hoffe, dass ich mit den drei Projekten eigentlich erklären konnte, was für mich diese Idee ist, Fassaden als Zonen zu begreifen. Also Fassaden als etwas, was natürlich eine Gebäudehülle ist. Es ist auch ein äußerer Abschluss. Es kann eine thermische Qualität haben. Es kann sich aber auch in verschiedenen Schichten aufziehen mit einer thermischen Qualität auf der einen Seite und mit Bereichen, die eigentlich zwischen außen. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Klappt jetzt noch? Hallo? Ja, das lag an uns, sorry. Tobias, ich glaube am Schluss, ich habe dich nicht mehr gehört, aber ich glaube, es waren eher die Schlussworte, oder?
Einfach nur die Überleitung. Ja, ich habe nichts ich verpasst, jetzt vermutlich. Am Schluss, aber ich hoffe, dass mit diesen also, drei Bildern. Von der Seite erstmal ganz herzlichen Dank. Was die Idee war, Fassaden als also Leute, Zonen zu begreifen. Ganz kurz, ich sehe jetzt leider nicht, jetzt muss ich kurz hier in die Technik rüber gucken. Ja. Leichte Irritation auf meiner Seite. Kannst du mich denn hören? Okay. Ich kann gut hören. Ich kann dich nur leider nicht hören. Jetzt warten wir mal einen kurzen Moment. Mhm. Gut. Kannst du ganz kurz was sagen, Tobias, dass wir das prüfen können? Hallo? Ja, genau, jetzt bist du wieder da. Wunderbar, weil so ein Gespräch wäre ein bisschen einseitig, ne? Also, Tobias, erstmal herzlichen Dank. Ich fand es drei sehr schöne Entwürfe. Vor allem, ich muss ja sagen, die letzten beiden waren natürlich richtig toll. Und ich glaube, die zeigen auch ein bisschen das Potenzial, wie wir zukünftig vielleicht auch anders denken, anders an Bauaufgaben rangehen können. Natürlich sind das jetzt Sonderbauten, das ist auch klar. Aber man kann sich ja überlegen, wie diese Grundgedanken sich übertragen lassen. Also zum Beispiel, dass ihr jetzt in dem Gebäude selbst verschiedene, ich sage jetzt mal, Zonen entwickelt habt, euch ausgedacht habt, die ja unterschiedlich konditioniert sein können, wie die mit der Fassade auch korrelieren. Das ist natürlich klasse. Also toll fand ich das jetzt sowohl von der energetischen Seite als natürlich ganz klar auch von der Aufenthaltsqualität und von der gestalterischen Seite. Ich würde jetzt gern eins wissen. Wir haben vorher noch einen Vortrag gehört, den ich auch sehr anregend fand. Da ging es um die Frage, wie sich der Klimawandel auf Fenster auswirkt. Das ist ja jetzt erstmal ein ganz technisches Thema. Aber ich weiß ja, du hast zusammen mit Transolar ja auch an Master City gearbeitet. Für die, die es nicht kennen, in Master City wurden, ich glaube, wie viel? 16 Milliarden Dollar oder was im Wüstensand. Ich will nicht sagen vergraben, sondern verarbeitet, um eine Stadt für rund 50.000 Menschen zu bauen. Und diese Stadt soll klimaneutral sein. Und an der Stelle wurde natürlich auch von euch mit diesen Übergängen gespielt, um quasi ein Gebäude, die harte Hülle, das harte Interface aufzulösen und Zonen zu schaffen. Und das sind ja auch alte Gedanken. Also wenn ich in Südtirol bin, Urlaub mache, dann haben wir Laubengänge. Das sind ja auch genau solche Zonen, die traditionell in der Architektur vorhanden sind. So, jetzt habe ich ein bisschen länger erzählt, weil ich dir die Möglichkeit geben wollte, noch ein bisschen nachzudenken. Sozusagen deine Ideen, eure Ideen mit dem Thema Klimawandel auch in Deutschland zu verbinden. Welche Anforderungen müssen Gebäude in Zukunft haben? Zum Beispiel Rücksprünge, Vorsprünge, die Verschattungen sorgen, die Fassade, die anders aufgebaut wird, um entsprechend auch mit diesen zunehmenden Temperatur- oder auch entsprechenden Starkregenereignissen klarzukommen. Also ich glaube, du hast alles schon vorweggenommen. Natürlich kommen viele dieser Ideen. Ich hätte fast Master noch reingebaut, weil in Master haben wir damals eigentlich einen Raum, den ersten komfortablen Außenplatz in einem Wüstenklima bauen wollen. Und das geht natürlich nur mit einer gewissen fasierten Struktur. Also man muss sowohl verschatten als auch an verschiedenen Stellen kühlen. Und da man nicht überall die Energie verschwenden möchte, muss man das sehr gezielt einsetzen. Und da spielt dann adiabative Kühlung über Pflanzen auch eine Rolle. Das heißt, mit dem heißen Klima kennen wir uns eigentlich sehr gut aus. Die Frage ist ja immer noch beim Klimawandel, wird es heißer oder wird es an manchen Stellen auch kühler? Und wie sieht es aus mit Starkregenfällen und so weiter? Ich glaube aber, dass man, auch das ist schon gesagt worden, wenn man sich die klassische Architektur anschaut, dass es eigentlich richtig ist, eben man muss eigentlich diesen Bereich zwischen innen und außen Raum geben. Also man kann natürlich mehr vermietbare Fläche schaffen, indem man keine Balkone baut, indem man die Fassade auf ein absolutes Mindestmaß an Stärke reduziert. Aber das geht zulasten der Aufenthaltsqualität und ich glaube, es geht auch zulasten der Qualitäten, die wir in den Fassaden selbst bauen können. Also ein Balkon hat natürlich auch eine schützende Wirkung für die Bereiche, die dahinter liegen, sowohl was Sonne angeht, als auch was Regen angeht. Deswegen ist beim traditionellen Holzbau auch immer ein großer Dachüberstand gebaut worden. Natürlich eine Menge Sachen realisieren können, von denen ich glaube, dass es nicht ganz so einfach ist, mit dem deutschen Baurecht das hinzukriegen. Welche Chancen siehst du da? Und jetzt haben wir hier eine neue Regierung. Was würdest du denen ins Stammbuch schreiben? An welchen Stellen müssen Dinge hier, sagen wir mal, fluider gemacht werden, erweitert werden, damit wir auch vorwärts kommen?
Also ich würde mir in Deutschland als allererstes wünschen, das ist interessant, wenn ich das jetzt beim Thema Fassade spreche, aber ich glaube, wir müssen, was Bebauungspläne angeht, das wäre mal das allererste. Ich wäre sehr dafür, dass wir performative Gesetze einführen statt formale, also statt vorzuschreiben, wie viel Prozent Balkone ich in der Fassade haben darf und wie weit das Gebäude irgendwo an der Straßenflucht stehen muss. Glaube ich, wäre es interessanter, darüber nachzudenken, wie viel Energie ein Gebäude eigentlich verbrauchen bzw. darf oder erzeugen muss, damit es an dieser Stelle überhaupt in der Größe sich rechtfertigen lässt. Also ich würde viel stärker, das ist etwas, man könnte es beim Master, das haben wir auch dort gelernt, man könnte im Prinzip sagen, ein Gebäude darf so viel Volumen bauen, wie man tatsächlich selber auch mit Energie versorgen kann. Das fände ich eine spannende Idee, dass man etwas macht, was zukunftsoffen ist. Also wenn ich neue Technologien entwickle, um zum Beispiel entweder besser zu isolieren oder effizienter zu produzieren, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich dann auch das maximale Gebäudevolumen anpassen ließe. Statt dass man sagt, also wir brauchen einen Blockrand, wir haben eine gewisse maximale Gebäudehöhe und bis dahin darf man bauen. Der Rest interessiert uns eigentlich nicht. Also ich würde sehr stark für eine performative Möglichkeiten plädieren, was dann wiederum den Architekten und den Ingenieuren Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Alternativen auszuprobieren, zu untersuchen. Absolut. Also hier im Raum sind zwar nicht so viele Leute jetzt im Studio, aber es gab fleißiges Nicken bei diesem Gedanken und ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass hier einfach ein bisschen mehr Durchlässigkeit herrscht. Statt absolute Festlegungen zu treffen, würde ich eben Proportionen oder Relationen lieber festlegen, die eben dann auch eine Unterschiedlichkeit an Lösungen ermöglichen. Mhm. Wir haben aus dem Chat eine ganz konkrete Frage, eine sehr technische Frage. Und zwar, ich denke, das bezog sich auf das letzte Projekt in Dubai. Wie werden die Windlasten abgeleitet mit dem Gedanken, dass hinter der Fassade Über- bzw. Unterdrücke entstehen? Also das sind Stahlseile gespannt zwischen diesen einzelnen Membranelementen. Und die sind oben im Dach in einem Stahlträger verankert und unten auf diesen Boxen auch nochmal am Stahlträger festgemacht. Mhm. Magst du noch einen Ausblick geben? Hast du noch ein weiteres Projekt, was dir jetzt gerade am Herzen liegt, auf dem Schreibtisch liegt oder mit dem du dich beschäftigst, wo du auch versuchst, die Fassade anders zu denken? Also es ist ja im Kern, das kam ja raus, eigentlich nicht, Entschuldigung, der Versuch, die Fassade anders zu denken, sondern das Zusammenspiel dieser verschiedenen Elemente des Gebäudes anders zu denken. Ja, einfach Fassaden in unterschiedliche Schichten wieder zu spalten. Das hat natürlich Egon Eiermann sehr erfolgreich gemacht, muss man ganz klar sagen. Ja. Auch später Benesch, der davon sehr stark beeinflusst wurde. Aber es geht uns immer um die Aufenthaltsqualität, die man in diesen Bereichen schaffen kann. Wir arbeiten im Moment an unterschiedlichen Projekten, vor allen Dingen auch in heißen Klimazonen. Da sind wir immer noch sehr stark damit beschäftigt, wie man Fassaden schaffen kann, die einfach tags und nachts sehr, sehr unterschiedlich sind. Also tagsüber sehr, sehr geschlossen und bei nachts einfach die Möglichkeit, dann ganze Fassadenelemente zur Seite zu fahren, wegzuklappen oder irgendwie so zu drehen, dass man die kühle Nachtluft tatsächlich auch nutzen kann. Das ist dann natürlich sehr extrem, aber wirklich die Idee, Fassaden zu schaffen, die man von innen aus gesehen in manchen Bereichen zu 100% zur Seite fahren kann. Also heißt doch im Kern, einfach viel radikaler zu denken, um sich auf die Anforderungen, vor denen wir stehen oder wo wir mittendrin stehen, zu stellen. Das glaube ich schon. Das heißt aber natürlich auch, dass man immer von der Klimazone ausgehen muss, von den Nutzungen ausgehen muss und natürlich ganz stark auch von der Qualität, die man den Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen möchte. Also natürlich gibt es Bereiche, in denen es Sinn macht, kleine Fenster zu bauen. Die kann man aber natürlich auch so machen, dass sie eine sehr große Qualität haben. Da muss man eben wieder die Leibungen entsprechend gestalten, dass die vielleicht Licht lenken und so weiter. Mhm. Okay. Tobias, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ich mag vielleicht als Schlusssatz aufnehmen, Connecting Minds, Creating the Future. Ich denke, ihr steht dafür mit LAVA.
und du auch. Herzlichen Dank, dass du uns teilhaben ließest an den verschiedenen Entwürfen, an den Gedanken. Und ich wünsche dir viel Erfolg, sei es jetzt mit der Exkursion. Da hat man auch Lust, wieder Student zu sein, gell? Muss ich ja echt auch mal sagen. Ja, die haben jetzt 2 Jahre darauf warten müssen. Also ich glaube, das ist jetzt schon ganz gut. Ja. Also, viel Spaß euch. Es ist 9:30, es ist Zeit von Feierabendbier bei euch. Wir werden uns jetzt auch hier an die Bar begeben. Von daher prost ich dir schon mal virtuell zu. Und wie gesagt, einen ganz schönen Abend dir und bis bald. Tschüss. Vielen Dank und einen schönen Kongress weiter. Vielen Dank. Okay.